Mein Name ist Anke Helfrich und ich unterrichte hier am Haus Jazz, Klavier, Hauptfach und Theorie, Gehörbildung und Ensemble in der Jazzabteilung. Für mich ist das Ensemblespiel ganz wichtig, weil es eben all das, was man in den anderen Fächern, also was man im Hauptfach, was man zu Hause übt, was man in Theorie, Gehörbildung lernt und diese ganzen Skills und Fähigkeiten, die wendet man eben im Ensemble an, im Miteinander. Und beim Jazz ist ja einer der wichtigsten Punkte eben das, die Improvisation und dass man eben dann über Harmonien gemeinsam spielt und eben so ein Vehikel hat, ein Stück hat, über das man dann improvisiert und eben gleichzeitig darauf achtet, was macht der Bass, der macht vielleicht, spielt vielleicht ganz andere Durchgänge, dass man darauf eingehen kann, dass man hört, das haben wir vorhin auch gehört, der Schlagzeuger bietet auf einmal was ganz anderes an, was abgesprochen ist und dass man da sofort darauf eingehen kann, dass diese Fähigkeiten, darum geht es eigentlich im Jazz, ja, dass man nonverbal kommuniziert und versucht eben miteinander Musik zu machen. Ist es wichtig, dass alle unabhängig werden, also dass man, wenn man so ein Stück sieht, dass man sofort ad hoc ein Arrangement machen kann, so ein Head Arrangement, sagt man dazu, dass also jeder von den Mitmusikern ein Intro spielen könnte und die anderen in die Form, also reinleiten könnte durch die Art, wie gespielt wird, dass jeder spontan ein Ende einleiten könnte, also das üben wir auch tatsächlich, ne, dass man sagt, okay, jeder ist mal der Leader, der Bandleader und versucht eben, das Stück zu Ende zu bringen. Und wir wissen vorher noch nicht, was kommt. Ja? Und dann muss spontan etwas entschieden werden. Und eben, das sind ganz wichtige Qualitäten, denke ich, gerade auch bei einer Session oder auch wenn man seine eigene Band hat, dass man eben auch so eine Band führen lernt. Ja? Dass man Cues gibt, dass man auch so ganz klar spielen kann, dass die anderen wissen, okay, da geht's jetzt hin. Ja? Ja, also sagen wir mal, keine große, aber auch keine ganz kleine Abteilung, sondern eigentlich genau richtig so, dass man wirklich, wirklich auf jeden achten kann. Also bei uns fällt keiner durchs Raster, das finde ich das Tolle, dass auch die Lehrer alle miteinander kommunizieren. Also wenn es irgendwo ein Problem gibt, sind wir ganz flexibel und unkompliziert, rufen einander an und sagen, oh, da und da solltest du mal nachgucken oder der hat vielleicht ein Problem, vielleicht kannst du im Hauptfachunterricht mal für das und das andere Fach was durchnehmen. Es ist so ein toller Zusammenhalt da und sowohl zwischen dem Hauptstudiengang, also dem Bachelor, der Bachelorabteilung, also Studienabteilung und dem Pre-College. Ja, ist eigentlich auch eine tolle Möglichkeit, dass man eben im Pre-College aus diversen Gründen vielleicht, weil man noch zur Schule geht und noch nicht im Vollstudium landen kann, aber da eben schon die Anbindung hat und eben auch schon mit den anderen zusammenspielen kann und Kurse belegen kann und dann eigentlich schon voll ausgerüstet ist, um bei einer Aufnahmeprüfung dann genommen zu werden. Ich habe ja gerade erwähnt, dass die Studenten eben so einen Zusammenhalt haben und so ist das bei den Dozenten auch. Wir sind eigentlich ein wunderbares Team. Nach mir kam dann die Eva Meierhofer, die unterrichtet hier Gesang und Vokalensemble und macht ganz tolle Arbeit. Der Heinz-Dieter Sauerborn vom HR, der Lead-Altist,
der also bringt sich so ein, noch, also gibt Hauptfach Saxophon. Dann haben wir den Martin Scales, Gitarre, auch vom HR. Dann Dietmar Fuhr am Bass, ja, alles ganz renommierte, tolle Musiker. Und Axel Pape am Schlagzeug, der unter anderem auch in Mainz unterrichtet, auch ein super Kollege. Und dann haben wir den Daniel Brandl, der unterrichtet Nebenfach Klavier und Arrangieren. Ja, und seit einiger Zeit haben wir eben auch einen Trompetendozenten, den Marco Mebus. Wenn jemand eben sein Instrument spielt und das Gefühl hat, bei uns richtig zu sein, einfach Aufnahmeprüfung machen und ausprobieren. Und man kann die nicht beliebig, aber ziemlich häufig wiederholen und es ist kein Problem, einfach vielleicht das einfach mal auszuprobieren, dass man sieht, wie man sich da vielleicht einschätzt. Man kriegt auch immer ein Feedback und einfach sich mal anmelden und das mitmachen, dann weiß man ungefähr, wie es ist.